So, da sind wir auch schon wieder. Hallöchen zurück, ihr Lieben. Unser Boost ist noch am Laufen, deswegen geben wir hier mal ganz schnell ein bisschen Gas. Und starten auch schon direkt rein. Natürlich geht es jetzt erstmal mit VOT weiter. Ja, wir haben ja jetzt auf dem Let's Play-Plan jeden Tag so unsere Standard-Games, die wir auch im Stream eben spielen. Nur momentan sind die Streams leider am Ausfallen, deswegen gibt es jetzt Let's Plays oder die Games als Let's Plays eben. Und da haben wir gesagt gehabt, wir möchten ein bisschen Abwechslung reinbringen. Einfach, was weiß ich, ein Tag VOT, ein Tag Planet Side 2, ein Tag LS22 auf dem Community-Server. Und ja, dafür gehen wir natürlich ein bisschen Vorproduktion. Und ja, unser Ziel ist natürlich T29 weiter grinden. Ausgebaut ist er. Besatzung braucht noch die 100%. Und dann definitiv ein paar Perks. Ja, und die dritte Gunmark natürlich. Dieser MPY sieht so hässlich aus. Was? Hinter uns der MPY, das sieht so kacke aus, ne? Ich weiß nicht, also ich werde mit dem werde ich überhaupt nicht warm, ne? Bei Kupodos oben die dicken und boah. Das ist überhaupt nicht meins. Die Frage ist, wo fahren wir hin? Das sind Neuner. Aha. I believe I can fly und so. Haben die ELC geflogen. Okay, Conqueror kommt mit. Das finde ich gut. Das ist echt gut. So, schauen wir mal. Es kann ja nur schief gehen. Concept 1 ist oben, Tiger fährt runter. Oh, 1B oben. 703 steht noch oben. Aber der Tiger kommt auf jeden Fall, das hat man gesehen, das ist wenigstens etwas. Konzept bleibt oben, Tiger bleibt, hier 703 bleibt oben. Also. Rein theoretisch haben wir gute Karten. IS-33 war aber noch nicht offen, ne? Die IS-32 war noch nicht offen. Mist. Vielleicht kommt die ja runter. 50 TP fehlt auch noch. Challenger steht bereit. 50 TP ist oben. Sehr schön. Challenger steht aber zum Abfangen bereit. Ja, und der M. Was? Gut, was? Der Pink. Sicher gefunden. Schade. So ein bisschen gehofft gerade. Oh, was? Ich habe genau auf die Blende geschossen. Ja, ich habe auch seinen Schürzen nicht geschlagen, ja. Ich glaub's nicht. Ich hab kein Glück mehr im Tiger. Irgendwie nicht, ne? Das ist ein bisschen unpraktisch. Da kommt die IS-3. Da kommt ein Konzept 1B. Ja, und die IS-3-2. Da über uns, ne? Das meine ich ja. Ich ziehe mich mal gekonnt hier an die Wand zurück. Muss ich auch, sonst fahren wir mich von oben ab. Und ich ziehe mich gekonnt komplett zurück. Versuche ich auch, mal gucken, ob es klappt. Tiger 1 links. Und klar, die geht gar nicht, ne? Nö, das. Aber das Problem ist, die werden halt jetzt voll abgefahren. Du musst ein bisschen rüber. Sonst kann ich im Arsch nicht rum. Du musst halt hier vorne Hideout spielen. Genau. Willst du doch irgendwas rausholen, anschauen? Da habe ich mit meiner Kette getroffen. Oh, die sind hinter uns auch schon. Jetzt hat der Tiger mich erwischt, verdammt. Soll nicht, dass wir durch den Tiger nicht durchkommen. Okay, das wird wehtun. Aua. Doppelschuss. Selbst der Scout hinter mir kann mich abfahren. Oh, scheiße. War keine gute Runde, Dave. Ah, gut, minus 0,15, aber... Oh, was für eine bescheidene Runde. Minus 8,7 habe ich gemacht. Minus 8,7? Nein! Der minus 0,87. Okay. Schade, ich würde sagen direkt raus, dann würde ich gar nicht weiter beobachten. Nee.
Darüber reden wir jetzt nicht. Das ist ach, passiert. Du Heiliger. Was zur Hölle? Willkommen bei WOT. Das war aber so richtig auf den Senkel bekommen. Aber gerade anders. Okay, also ich habe noch eine Minute. Doch, let's go. Das war eine unfassbar schnelle Runde. das waren nicht mal 5 Minuten. Nee. Was? Das war 4 Minuten, nicht mal. Ach, du Scheiße. Das gefühlte 4 Minuten waren es. Okay, das ist brutal. Total brutal. Total brutal. Das ist so brutal, das schon wieder total. Ja. Gut. Schiffchen. Was? Du hast mir so ein Schiff angetrödelt. Was? Okay. Jetzt heißt Tröten auch. Wie, wo, was, wann? Was? Artikel 32, weiche Wanne. Centurion, starker Turm, weiche Wanne. So eigentlich, gefühlt können wir es mit allen aufnehmen. Ja. Nur dieses Gefühl ist immer das, was mir Angst macht. Ja, so ein bisschen, ne? Ist halt nicht ganz. Es ist halt immer ein bisschen schwieriger. Ja. Auf Lack. Dann. Boah, ich probiere auch was total bescheuertes. Das hat auf mich geschossen. T32, aua, okay, das war eine harte Schelle. Und tschüss. Na, dann lasse ich die restlichen Heavys unten ruhig ein bisschen arbeiten. Und da derweil. Genau, richtig. Und derweil störe ich hier oben mal ein paar Mediums und so. Ja, genau. Ernsthaft? Was denn? Ich bin gerade wirklich am letzten Zipfel hängen geblieben. Und war gerade ein bisschen überrascht darüber. Oh. Okay, T32, du schießt Gold, dann nehme ich auch Gold, alles klar, Mama. Echt? Bei mir hat er normal geschossen. Bei mir nimmt der Gold die kleine Miese. Weit drüber hinaus. Ja, du jetzt nichts, Schatz. Kann doch den mit Sicherheit voll auf den Bäcker gehen, oder? Da steht irgendwo ein Udes 03, der auf mich geschossen hat. Ja, das ist der, den ich meinte. Ah, okay. Oh, scheiße, Centurion. Jetzt nur mehr Problem, ich bin hier so ein bisschen stuck. Ich hab schon wieder kein Glück. RNG ist nicht auf meiner Seite. Abpraller, wirklich jetzt? Panzerung beim Scout nicht getroffen. Nein. Bla 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 bla. Das gibt's ja nicht. Ey, Sache, ich hab das Glück gefressen. Wie läuft's bei euch? Verschießen der T32, bitte. Bei mir läuft's sehr schlecht, ich bin gleich tot. Er schießt mit HE, damit ich mich raus kann. Wow, wirklich jetzt. Der Type 64 geht mir ganz schön auf die Nüsse. T32 schießt mit HE auf mich. Ja, Type hat jetzt auch auf Gold gewechselt. Sieht nicht gut aus. Nee, für mich auch nicht, du. Ganz und gar nicht. Oh, was ich hier an Bouncer einsacke. Ich will hier weg. Ich lebe noch. Echt? Aber anders. Ja gut, du hast wenigstens noch ein bisschen mehr HP.
Ich habe eigentlich nur gehofft, noch ein bisschen was rausholen zu können, nur... Das war jetzt vielleicht nicht so die beste Entscheidung, hier hinzufahren. Das gibt's ja nicht. Ich will noch ein bisschen Schaden machen. Ich habe null. Was, gar nichts? Null. Null nada. Ei. Ich habe nur 1,9 Block. Autsch, das tut weh. Ich hoffe, U ist nur 3 mit 29, ich hab hier zu. Kann ja nur gut werden. Du schaffst das. Gucken, ne? Glaub an dich. Wie viel Schaden hast du? Bei 600. Ich bin noch bei minus 0,50. Ich habe Befürchtungen, dass ich es nicht schaffe. Minus 0,50, ouch. Ja, ich habe halt 0,0, ne? Also weder Spot noch Schaden. Ja gut, wenn du komplett 0,0 hast, ist halt schwierig, ne? Genau, ich habe halt wirklich gar nichts. Hab ihn nur getrackt, nein. Krieg immer in den Track schauen. Nein, Udo, bleib stehen. Ich bin die Runde leider nur hinterher gefahren. Ja. Schade. Aber positive und negative Gefechte, es gibt halt beides. Ich hab noch einen Schuss auf die Udo bekommen, ich hab 1%. Arti, komm, fahr hinter. Fahr zurück. Warum fährst du vorwärts, du Depp? No. Oh Mann, ey. Wow. Meine letzte Chance fährt einfach noch weg vor mir. Fährt einfach auf den gegnerischen Panzer zu. Der gibt dir nicht mal eine Chance, weißt du? Null. Null, null. Was? Oh je, die Hälfte Runde darf sich hochladen. Ja, doch, freilich. Positive sowie negative Runden. Ja, ich weiß, das ist auch aber Spaß, weißt du? Ich glaube, das war auch viel Positionierung von mir. Ich hätte wirklich unten bleiben sollen. Ja, hättest du beim T23 helfen sollen. Glaube ich. Ich wollte es mal probieren, ne? Ja, klar. Man muss halt mal ein bisschen austesten. Okay. So, Sanori, letztes Ründchen. Weil wir müssen auch in den anderen Spielen nämlich ein paar Aufnahmen machen. Ja, ich habe ja gerade Lust auf Plans, halt so ein bisschen auch. Wir haben nämlich wirklich ordentlich was zu tun heute. Dadurch, dass halt das, was ja eigentlich in Livestreams kommt, wo man sich hinsetzt, wo man ein bisschen quatschen kann, wirklich ein paar Stündchen zusammen miteinander verbringt, müssen wir jetzt in Let's Plays irgendwie verpacken. Das sind schon ein paar Sachen, die wir da aufnehmen müssen. Ja. Aber alles kein Ding. Machen wir ja gerne. Ein Ding für die Profis. Ja. Profis würde ich jetzt nicht so sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, freilich. M42, ja, was ist das für ein Ding, ey? Was? Dieser Panzer neben mir, der komische hier. M2Y? Ja, der komische Vieh hier. Der hat diese eine Tarnung hier, die andere. Ah. Die gefällt mir nicht. Okay, war eine gute Wahl, die nicht zu holen. Ja, weder die Tarnung noch der Panzer. Ja, wirklich, also die O-Reihe weiß ich nicht. Ich glaube, die mache ich nicht. Also vorerst nicht, weil ich habe noch so viele Panzerreihen offen und es gibt einfach Panzer, die mich ein bisschen mehr interessieren. Da fahre ich lieber Kranwagen. Zum Beispiel. Als den 10er Yoda. Oder einen VZ oder, ne? Die Freude war sehr schnell wieder weg. Ja, ich dachte so, oh ja, geil, gute Panzer und dann, ja. Ja, und waren von, da und. Von die Designs, die werden einfach immer interessanter. Jetzt die Jo-Reihe, der Tornwagen zu Weihnachten. Immer kleiner, immer schmalerer Turm und. Ja. Weiß ich nicht. Weit ist der Turm noch ein Zahnstocher. Das ist richtig, das sind für mich halt keine Panzer mehr. Die Türme werden immer schmaler und schmaler und schmaler. Angewinkelter und. Weiß ich nicht, es ist. Bald hast du nur noch 10 Minuten Gefechte, weil alle High Down stehen und keiner durchkommt. Das ist richtig, genau. Oder unentschiedene Gefechte. Na, weiß ich nicht. Also gefällt mir so noch nicht. So wie im Rank, weißt du? Ja, genau. Richtig, wo alle ja nur noch VZ gefahren sind. Ja, alle VZ, Kranwagen, Conqueror, also S-Conk, alles nur Turmstarke. Ja. Also stehst du da, als sagen wir mal 277, denkst du auch, ja geil, danke dafür. Was kann ich machen? Gar nichts. T34 kommt ja da raus, ne? Ja.
Turmstock, also. Wir sollten euch jetzt nicht so viel können. Nö, 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 nö. Zweifel ich. Schön, schön. Und hier packe ich doch direkt schon mal einen ein. Amorek. Wow. Von wem? Nee, der T34 hat einen Amorek vom M2 bekommen. Sehr schön, passt doch. Ja. Nein, Abprall auf M2, nein. Na, ich komme auch mal dazu. M2, ich helfe dir. M2, ich helfe dir. Ja, war's daneben. Du darfst gerne vorfahren. Bis M2. Die haben so starke Panzer und geben keine Rückendeckung. Das ist aber hart fürs Team. Leider war die Runde auch nicht so gut für mich bis jetzt. Ich fahre den Punkten auch noch hinterher. Ja, auch, ja. Leider, leider. Hast du doch, oder? M2? Sehr schön. Hey, M2, was geht? Bounce. Bouncen tue ich natürlich nicht sehr ungern, ne? Vielleicht steht da oben auch noch. Ihr Eierköppe! Was? Die Eier und Zeug zusammen, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Das ist echt schlimm. Ja. Ei. Gib mir einen Schlüssel. Ah. Oh, was natürlich. Du triffst, aber ich nicht. Du darfst jetzt platzen, jetzt ist nur ein Löwe da. Ei. Er nennt sich auch gerade in der tollen noch so einer. Oh, wegmachen bitte. Ja, bitte auslöschen. Nein, 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 nein. Boah, Kette. Boah, war das knapp. Also von 600 Schaden bin ich auf 2000 hoch jetzt gerade. Kombiniert 1,57. Aber 2-4 kombiniert. Der Löwe hätte mich jetzt fast noch genommen. Ja. Ich dachte, easy, alles klar, der ist weg, passt schon. Dann dachte ich, er hat den Boden geschossen und auf einmal kam der Trackschuss. Und das mit 200 HP. Uff. Nicht schlecht. Ich hab 3% wieder gemacht, ja. Plus 1,27, ich bin bei 30%. Guck mal, 18. Geil. Ja. Das war nochmal gut, dass wir ein Ründchen gestartet haben. Du hast 1,18 gemacht? Ja. Null. Bei 1,27. Boah. Schönes Ding. Einfach vorgeaimt und zack. Aber du hast ja nicht vergessen, ich bin ja von den Prozenten her schon höher, ne? Bei mir wächst das langsamer. Ich bin jetzt bei 18%. Sehr geil. Das nach was sind es? Wie viele Runden waren es? 6, 8? Ist nicht? Ich glaube, jetzt müssten es 10 Runden sein. 10 sogar, na, ja, schön gut. Kann natürlich sein, ja. Sauber. Ich wollte jetzt nichts mehr riskieren. Das wollte ich jetzt safe haben. Ja. Passt. Sehr schön. So, jetzt schauen wir gleich nochmal die Endbilanz an, wie es ausschaut. Was haben wir jetzt noch retten können? 3,20% passt schon. Ich wollte gerade sagen, insgesamt müsste es eigentlich passen, ne? Ja. So, letztes Mal 3 noch drauf. Hab ich auch gemacht, das auch hin. Ah, guck mal, hier sind sogar ein paar Leute online. So, Endbilanz, was habe ich denn? Hm? Nach 10 Gefechten, 8171er Wertung? Oh, dann noch 50-50. Ja, ich wollte gerade sagen, 50% Sieg gerade, ja. Wie geil, haben wir noch hochbekommen. Ja. WTR 8400, Siege 5 von 10 Gefechten, ja. Super. Ich habe alles sehr grün. Sehr geil. Jetzt habe ich alles grün. Überlebte nee, Gefechte habe ich wieder grün. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist bei mir nicht grün und Unterstützung.
Ist bei mir rot. Aber das ist so nebenbei. Vor allem drei Siege und 7 Gefechte. Ja. Und dann nochmal zack, nochmal 2 aufgeholt. Und haben jetzt nochmal richtig schön 50-50 gemacht. Oh, wichtig. Wie sieht die Besatzung aus? 99%, da 100%, 100%. Oh, die sind fertig. Meine ist bei 66%. 98. Mist. Meine sind bei 66. Und ich habe mittlerweile 2 Besatzungsbücher. Oh, was? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Diese Fragen darfst du mir noch nicht stellen, das weißt du. Boah, schon die rausgezogen. So, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo dalassen, würde uns unglaublich freuen und in die Kommentare reinschreiben, was ihr hättet wie gemacht, vielleicht ein paar Tipps, Tricks reinschreiben. Würde uns sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.